das Haus. Ich möchte, um einen anderen Teil dieser Debatte jetzt anzusprechen, rübergehen zum Wissenschaftsforschungsdatenschutzanpassungsgesetz. Es ist mir wichtig zu betonen, dass wir den Grundgedanken dieser Regierungsvorlage, nämlich die Erweiterung und Erleichterung des Zugangs zu Daten für Forscherinnen und Forscher, vollinhaltlich teilen. Gerade im Gesundheitsbereich ist es enorm wichtig, personenbezogene Daten auch verwenden zu können. Da kann man wahnsinnige Fortschritte auch machen in der Weiterentwicklung medizinischer Standards. Es geht uns aber auch um das Thema Rechtssicherheit für Forscherinnen und Forscher. Und das war ja eigentlich der Grundgedanke dieses Gesetzes. Dass niemand, auch ohne es zu wissen, sich in einen unsicheren Bereich bewegt. Aber es geht auch darum, ein hohes Datenschutzniveau für alle Bürgerinnen und Bürger zu garantieren. Und auch das war hoffentlich ein wesentlicher Grundgedanke, vor allem der DSGVO. Diesem Ziel wird man aber mit diesem Gesetz nicht gerecht. Es gab zahlreiche Stellungnahmen mit Kritikpunkten der Datenschutzbehörde, des Datenschutzrats, zivilgesellschaftlicher Organisationen wie Epicenter Works, die gar nicht oder nur teilweise in sehr geringem Ausmaß berücksichtigt worden sind in der Regierungsvorlage. Darunter fallen unter anderem eben auch die Bestimmungen zu der Verwendung von personenbezogenen Daten. Wir haben noch viele andere Kritikpunkte zu diesem Gesetz, aber ich möchte mich heute auf zwei wesentliche Punkte konzentrieren, wo es nämlich darum geht, ist dieses Gesetz überhaupt DSGVO-konform? Es gibt nämlich viele Menschen, die das bezweifeln. Und das wäre eigentlich eine Katastrophe. Die Regierungsvorlage geht nämlich davon aus, dass das Ersetzen von Namen durch bereichsspezifische Personenkennzeichen einer Pseudonymisierung gemäß der DSGVO gleichkommt. Das ist aber nicht der Fall. Es ist im Ausschuss gesagt worden, naja, die DSGVO ist irgendwie eh immer mitgemeint, aber das reicht nicht aus. Die DSGVO sieht eine Pseudonymisierung nämlich so vor, dass sie auch das Ziel erreicht, dass mit dem Wegfall der Namen Personen ohne Hinzufügen zusätzlicher Informationen nicht mehr identifiziert werden können. Das ist quasi ein Datenschutzziel. Das ist mit diesem Gesetz aber nicht erreicht, weil es wird gesagt, entweder ihr macht so ein bereichsspezifisches Personenkennzeichen oder ihr macht so eine Pseudonymisierung, ohne dass definiert ist, welches Ziel dadurch erreicht werden soll, ohne dass definiert ist, dass die Schlüssel zum Entschlüsseln eines Datensatzes zur Identifizierung von Personen auch gesondert getrennt aufbewahrt werden müssen, was auch ein wichtiger Punkt in der DSGVO Pseudonymisierung ist. Es gibt auch eine unverhältnismäßige Einschränkung der betroffenen Rechte nach den Artikeln 15 bis 21 der DSGVO und diese Einschränkung ist nicht unionsrechtlich gültig. Stellen Sie sich folgendes Beispiel vor, ich habe das im Ausschuss schon gesagt, Sie haben eine seltene Krankheit, es gibt nur ganz wenige Personen, die die haben und jetzt macht jemand eine Studie darüber. Nur weil Ihr Name im Krankenakt nicht mehr drinnen ist, heißt das nicht, dass Sie nicht identifiziert werden können. Weil vielleicht gibt es in der ganzen Gegend nur eine Person, die diese seltene Krankheit hat, die in eine Alterskohorte hineinfällt, wo man relativ schnell sagen kann, das ist der Hubert aus dem nächsten Ort. Jetzt ist es aber vielleicht sogar eine Person öffentlichen Interesses, die ein ganz spezielles persönliches Interesse daran hat, dass diese Daten gelöscht werden. Und nach DSGVO hätte sie ein Löschungsrecht auf so etwas, wenn man wirklich aus einem ganz speziellen Grund heraus diese Daten löschen möchte. Dieses Gesetz sieht so etwas aber nicht mehr vor. Weil wenn der Forschungszweck dadurch beeinträchtigt wird, kann man immer noch sagen, sorry, Hubert, deine Daten können wir nicht löschen. Das ist eines der vielen theoretischen Beispiele, wo die von der DSGVO geforderte Verhältnismäßigkeit auch im Einzelfall eben nicht mehr berücksichtigt wird. Und das ist der Grund, warum wir sagen, dass dieses Gesetz noch großen Änderungsbedarf hat, weil es sollte ja im Sinne der Forscherinnen und Forscher sein, dass es unionsrechtlich auch hält. Weil man stelle sich vor, man ist in einem Forschungsprojekt drinnen, das läuft 5 Jahre, man verwendet die Daten nach dem jetzt geänderten Forschungsorganisationsgesetzes und währenddessen geht eine Beschwerde zum EuGH, der sagt dann, das wird wohl nichts, wieder zurück. Was bedeutet das für ein Forschungsprojekt, wenn jahrelang die Daten unionswidrig verwendet worden sind? Ich glaube, das wäre das, was man als eine mittlere Katastrophe für Forscherinnen und Forscher bezeichnen könnte. Worst case, EU-Fördergelder für Forscherinnen und Forscher werden natürlich auch unter der Prämisse vergeben, dass die Forscherinnen und Forscher nach EU-Recht handeln. Was bedeutet das dann im Worst case, wenn man draufkommt, man hat halt jahrelang nicht so geforscht und die Daten nicht so verwendet. Auch das wäre eine Katastrophe.
wir sind der Meinung, dass es hier substanzielle Änderungen noch braucht bei diesem Gesetz. Und uns geht es wirklich nicht darum, grundsätzlich böse Absichten zu unterstellen, dass hier bewusst Unionsrecht umgangen wird. Ganz im Gegenteil. Wir sind einfach der Meinung, dass auf gewisse Punkte nicht Rücksicht genommen worden ist. Mit dem vorliegenden Entwurf ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Gesetz vor dem EuGH landet. Dann kann das ein paar Jahre dauern und dann hätte das verheerende Konsequenzen für die österreichische Forschungscommunity. Das ist der Punkt, warum wir glauben, dass man hier bei dem Gesetz in dieser Fassung nicht zustimmen kann. Aber wir sind sehr wohl bereit, hier auch in einen konstruktiven Dialog zu treten, um auch Änderungen herbeizuführen, die dieses Gesetz auch DSGVO-konform machen. Und es ist ein weiterer Punkt, wo man auch betonen muss, die DSGVO ist nicht dazu da, um irgendjemanden in seiner Arbeit zu behindern. Schon gar nicht Forscherinnen und Forscher, auch nicht Medien. Sie ist dazu da, um unterschiedliche Interessen in Einklang zu bringen. Nämlich einerseits die Freiheit der Forschung, aber auch die individuellen Interessen der Bürgerinnen und Bürger für einen hohen Datenschutz, ein neues Grundrecht auf europäischer Ebene. Und wir sind der Meinung, dass es sehr wohl möglich ist, die in Einklang miteinander zu bringen und vor allem auch dieses Gesetz in Einklang mit der DSGVO zu bringen. Und das ist unser Ansinnen. Dankeschön. Die NEOS unterstützen die Weitergabe von personenbezogenen Daten an wissenschaftliche Einrichtungen, verlangen aber Änderungen des Entwurfs, um dem Gesetz zustimmen zu können.